Ich hole den Gin, warte. Ja. Haben wir eine kurze Folge heute. So, Jonas hat gespielt. Dann können wir endlich anfangen zu trinken. So. DAW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tarot, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von deinem DAW-Versteher-Podcast. Yes. Und ich bin bei meinem Lieblings-DAW-Versteher hier wieder zu Gast. Freue mich, dass ich da sein darf bei den goldenen Ohren von Holtwig bei Björn Schlüter. Ach Björn, mein Herz geht auf, wenn ich hier sein darf. Ach, ich liebe das ja. Ich warte eigentlich immer nur 2 Wochen darauf auf diese Anmoderation. Diese Wertschätzung geht so tief in mein Herz. Irgendwann übergieße ich dich mit Honig. Oh, das könnte mir eventuell gut gefallen. Aber ich freue mich natürlich mindestens genauso sehr, dass der liebe und äußerst charmante, wohlfrisierte und besonders gut gelaunte Jonas Wagner aus Wolberg den Weg hergefunden hat und Quarkbällchen mitgebracht hat. Schön, dass du da bist. Und du hast nicht nur Quarkbällchen mitgebracht. Nein, ich habe dir auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Ein Gin habe ich dir mitgebracht, damit wir das Thema Gin heute schon abgehandelt haben. Check. Check, Gin schon mal drüber gesprochen. Also aber ich meinte eigentlich was ganz anderes. Ja, du hast tatsächlich recht, denn ich habe, wie wir ja in der letzten Folge besprochen haben, habe ich zumindest, das haben wir nicht besprochen, aber ich habe tatsächlich meine Gitarre mitgebracht und Die ist aber hier Liebling, ich habe die Gitarre geschrumpft, ne? Ja, genau. Das ist meine Reise. Gitarlele ist das quasi. Kann man ja auch einklappen. Ja, so, das wäre gar nicht schlecht, aber die ist tatsächlich, die ist wirklich geleimt. Ne? Also wirklich eine vernünftige, die habe ich günstig bei eBay geschossen, eine vernünftige Gitarre, die auch tatsächlich wirklich für diese Größe gut klingt, ist halt eine Quarte höher gestimmt. Das heißt, man muss beim Spielen dann schon irgendwie, du kannst zwar genauso greifen wie auf der großen, aber es klingt halt eine Quarte höher. Und wenn ich hier was spiele und hier was komponiere, ist auch ganz witzig, wenn ich das dann auf die große Gitarre übertrage, dann muss ich erstmal gucken, oh Scheiße, wie spielst du das hier eigentlich? Das geht ja nicht. Aber ich war ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ich Griechisch singe und spiele. Ja. Erzähl mal. Und das habe ich natürlich gemacht. Also zumindest die erste Strophe habe ich hinbekommen. Den Rest muss ich ja für den Urlaub noch üben. Aha. Das ist eine richtig ausgewachsene Gitarre. Die besteht wirklich aus echtem Holz, einteilig geleimt, einteiliger Hals geleimt und so weiter. Auch Gitarrist. Punk-Gitarrist. Auch? Ja. Aber so schnell wird aus einem E-Moll ein A-Moll. Ist ja unglaublich. Ja, irre, ne? So schnell geht das. Du greifst E-Moll und es erklingt A-Moll. Aus einem G-Dur wird ein D-Dur. Das kannst du jetzt wiederum besser als ich. Ich greife ja nur so. Schön, was spielst du uns denn? Schön, dass das ein C-Dur natürlich ist, ne? Wenn es eine Quarte höher ist. Alle, die jetzt, naja, egal. Ich bin da ja voll raus, deswegen gehe ich ja Ich hätte dich natürlich jetzt auch begleiten können musikalisch, kein Problem. Also ich kann E-Moll, G-Dur. Also du kannst E-Moll. Ich greife mal hier so, wie man E-Moll greifen will, auch wenn es jetzt ein A-Moll erklingt. Also, E-Moll kannst du? Ja, G-Dur. Ja, ich wollte gerade sagen. So, was kann ich denn noch? A. Genau, mit Dur. Ja. Was kann ich denn noch? E-Dur. E. Genau. Ich glaube, dafür kann ich aber alle Power-Chords. Nee, das ist schon zu hoch für mich. Also, okay. Also du kannst A, E-Dur. Du kannst A-Dur. Ja. Es gibt irgendeinen Song, einen ganz berühmten Song mit den Akkorden, deswegen kann ich das. Weiß nicht mehr, wenn ich jetzt noch D-Dur hinzufüge. Ja, das ist anspruchsvoll. Okay, also klar. Ich habe ja gesagt, dass ich den griechischen Song spiele, den ich gerade übe. Singe, nicht tanzen übrigens. Ja, genau. Und habe tatsächlich die erste Strophe, sollte ich jetzt weitgehend fehlerfrei hinkriegen. Und den Refrain, sollen wir mal versuchen? Ich bin dafür. Also so fängt ja quasi gefühlt jedes griechische Lied an. Ne? Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Okay. Sena Sacharoplastio Cathon de Dio Levendes Triscarecles o Cathenas Kedros ya Cato Apotistentes. Echun Rixi Paragadi Sasaresi Ladamis. Τι θα κάνετε το βράδυ, do you like Mademoiselle de Gris? Und alle! Έχω ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μης. Τι θα κάνετε το βράδυ, do you like Fräulein de Gris?
Und ab da muss ich nochmal weiter üben. Zweite und dritte Strophe. Aber fast fehlerfrei. Fast rein. Ja, also Lieder, das wurde Anfang der 80er geschrieben. Und Do You Like the Grease heißt das. Das ist im Prinzip so die griechische Version von Do You Like the Grease, will man eigentlich sagen, weil die sprechen kein Griechisch. Sitzen zwei Leute halt unter einem Vordach in einem Café und baggern eine Frau an. So, Do You Like? Genau, das hast du ja letztes Mal schon diese Story dahinter und die zahlreichen Kommentare haben natürlich gezeigt. Tatsächlich hat mir eine Person, die wir beide kennen, der Frank, hat mir geschrieben, jetzt hat er ja doch nicht getanzt. Und ich habe wirklich da gesessen vor diesem Instagram und habe gedacht... Kannst du den Podcast nochmal durchgehört? Haben wir gesagt, getanzt? Also es war ja, er hat ja nicht mal auf... Ich habe ja nicht irgendwie gepostet, Podcast und darauf hat er reagiert, sondern einfach so. Jetzt hat er doch nicht getanzt. Und ich dachte, was möchte der Frank jetzt wohl von mir? Aber liebe Grüße an Frank. Björn musste sich gerade wirklich zurückhalten, nicht doch noch den Sirtaki rauszuholen. Ja, genau. Also ich habe ja schon geübt. Ja, und ich habe ihn im Sinne bester Klimakleber an dem Stuhl festgemacht, damit er nicht aufspringt, weil sonst wäre er aus dem Bild raus und dann wäre der Podcast zu Ende gewesen. Außerdem wäre damit alles verwackelt und unscharf gewesen. Oh Gott, das will ja kein Mensch. Ne? Im Sitzen sind wir ja einigermaßen scharf. Ja, das ist ja haben wir festgestellt. Ja, definitiv. Wir haben letzte Woche vielleicht schon, wir sollten vielleicht mal wirklich auf wöchentlich gehen. Du sagst immer letzte Woche. Ich meine auch vorletzte Woche. Ja. Also selbst wenn ich letzte Woche sage, meine ich vorletzte Woche. Es kommt mir immer so vor, als wenn ich letzte Woche erst hier gewesen wäre. Aber wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir Schwerpunktthemen einführen wollen, hier im Premium-Bereich, wollte ich gerade sagen, hier im Podcast. Und unser Schwerpunktthema dieses Mal, haben wir das letzte Mal thematisiert, ist STEM Mastering. Genau, wir haben das zumindest mal so eingeworfen am Ende, dass wir darüber sprechen wollen. Und ich meine gelesen zu haben, dass auch Kommentare in die Richtung dann gingen. Interessiert mich. Fragen haben wir jetzt spezielle, habe ich zumindest jetzt noch nicht gesehen. Na, aber vielleicht ist es ja ganz spannend, mal darüber zu sprechen, was denn eigentlich STEM Mastering ist. Denn das klassische Mastering ist ja, du bekommst ein Two-Track, also ein Stereo-File und optimierst das für die Veröffentlichung nach den und den Kriterien. So, STEM Mastering, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, erzähl's mal. Besteht ja aus, du kriegst einzelne Instrumentengruppen zugeschickt, also nicht den fertigen Mix aus allen Instrumenten, sondern einzelne Instrumentengruppen getrennt von Drums, Bass und was sonst noch so getrennt wird. Das ist natürlich komplett individuell. Ja. Mhm. Also ne, STEM Mastering bedeutet ja erstmal grundsätzlich nur, dass man mehr als den reinen Stereo-Mixdown zur Verfügung hat. Ja, das heißt, STEM Mastering wäre zum Beispiel auch instrumental und Vocals getrennt. Das wäre auch schon eine Form von STEM Mastering. Aber okay, alles klar. Also sagen wir mal, wenn du einen Rap-Song kriegen würdest, würdest du die Vocals komplett getrennt kriegen vom Beat oder so. Das ist zum Beispiel komplett gang und gäbe. Ja, also meine ich wirklich doch. Zu. Aber das fällt dann unter Mastering für mich, würde das unter Mixing fallen? Nee, ich bekomme ja, und das ist ja der große Unterschied, ich habe auch... Okay, gehen wir erstmal ein bisschen anders ran. Ja, ich will jetzt nicht von Hütskin auf Stöckskin kommen, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, was ich damit sagen will. Okay. Letzten Endes, warum ist STEM Mastering Mastering und kein Mixing? Weil ich bekomme ja, egal welche Spuren oder Stems ich jetzt bekomme, die sind ja gemischt. Da sind, im Zweifel ist da EQing, Kompression, Hall, Delay, da ist alles drauf. Ja. So, das heißt, du schickst mir jetzt 2 Stems oder 25, ich packe die in mein Projekt und machen nichts. Alle Fader sind auf Null. Flat. Dann höre ich, wenn du alles richtig exportiert hast, deinen Mix. Ja. So, das ist ja der Unterschied. Ja, das heißt, ich fange jetzt ja nicht an, sagen wir mal, jedes Element einzeln zu mischen, sondern ich schaue ja einfach nur, wenn du mir jetzt einen Stereo-Track schickst, höre ich ja auch das große Ganze und denke, ja, okay, da habe ich dann eher das, denke ich dann eher in 60 Hertz und 120 Hertz vielleicht, ne? Natürlich denke ich auch, die Kick macht das und das, also muss ich 60 Hertz, keine Ahnung. Ne? Ja. Beim STEM Mastering wiederum hat man ja dann den Vorteil, wenn es jetzt klassischerweise im Bassbereich ein Problem zwischen Kick und E-Bass oder Synthi-Bass gibt, kann ich das eben zum Beispiel immer noch mit einem Sidechaining Du kannst regeln, viel individueller, ne? Probleme adressieren. Was auch wenn es immer ein doofer Ausdruck ist, aber ich sage immer gerne, ich kann mit viel, viel weniger Kollateralschäden arbeiten. Ja. Ne? Weil ich kann das Problem, wie du schon gerade gesagt hast, ich kann genau das Problem anpacken. Ich kann natürlich nicht sagen, ist da jetzt ein Plate oder eine Hall auf den Vocals? Natürlich kann ich das nicht sagen, weil das will ich ja auch gar nicht. Das ist auch nicht deine Aufgabe. Ja, aber wenn du einen dröhnenden Ton im Bassbereich hast, kannst du den im Stereo zwar rausnehmen, nimmst den Frequenzbereich aber gleichzeitig aus der Bassdrum auch raus. Aus allem raus. Genau. Aus allem raus quasi. Ja. Und würdest den da aber definitiv nur im Bass ansetzen können und könntest viel filigraner arbeiten. Genau, ein Beispiel war diese Woche noch ein Song,
Rocksong, der so ein bisschen Rockballademäßig ging, ging mit Akustikgitarre und Vocals und sowas los. Und da war alles gut. Die Akustikgitarre klang sehr schön, schön warm, gut recorded irgendwie. Und dann kam so Kram dazu und da war auch noch eine Hammond-Orgel drin, E-Bass, natürlich E-Gitarre. Und auf einmal hatte man bei 140, 150 Hertz immer bei einem Ton, also wo der Grundton in dem Bereich war, war immer aber richtig krass, also wirklich richtig krass. Und es war ein Stereo-Mastering zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und das Problem war halt, selbst mit dynamischen Mitteln, mit Automation, mit allen Tricks, die man anwenden konnte, hat man immer ein Loch erzeugt an der Stelle. Mhm. Ja? Der Mixing-Engineer hat gesagt, weiß nicht, wie soll ich denn da am besten rangehen? Da habe ich gesagt, naja, oder du schickst mir halt Stems. Mal ein Stem-Mastering raus. Also hast du aber, entschuldige, wenn ich dich gerade an der Stelle unterbreche, er hätte ja jetzt auch in seinen Mix einsteigen können, das Problem lokalisieren und dann... Er konnte das eben bei sich nicht so hören. Ah, er konnte es nicht reproduzieren, okay. Also genau, er hat gesagt, ja, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Mhm. Ein bisschen, soll ich da was... Und dann kam halt so, ja, soll ich da was aus dem Bass rausnehmen oder aus der Gitarre? Ja gut, hast du schon gemerkt, okay. Genau, und wenn du dann an diesem Punkt, wenn du selber... Oder, nee, stopp, wenn der dein Gegenüber das gar nicht hört oder als Problem wahrnimmt, ist natürlich immer schwer, dann dreht der halt ins Blinde rein. Ja, ja. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja komm, oder du schickst mir halt Stems, ne? Weil dann kann ich das Problem adressieren. Habe ich über mehrere Instanzen Trackspacer sozusagen, konnte ich das dann einfach lösen, ohne was zu verlieren in dem Bereich oder in irgendeinem Bereich. Das so als Beispiel. Oder zum Beispiel Vocals. Ne? Die Integrierung von Vocals in der Musik, ne? Wo wir bei diesem kleinsten Stem-Mastering zum Beispiel wären, im Rap-Bereich meistens. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, gibt es da ja auch schon vorproduzierte Beats, die genutzt werden. Ja, ganz viele, ja. Da ist unser Freund Timo Krämer macht das auch. Der bietet auch Beats an, die er kostenlos sogar zur Verfügung stellt. Cool. Ja, und da ist natürlich immer schwierig, die Vocals dann da irgendwie reinzukriegen so. Meistens oder oft sind die dann ja auch schon gemastert oder laut gemacht und so. Ja, ja. Und das ist natürlich immer schwer. Und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Tricks dann da ranzugehen. Und ich kann natürlich auch noch sagen, okay, in den Vocals, die sind mir zu scharf oder ich kann die S-Laute noch anpacken vernünftig. Aber das ist dann nicht geschmacklich, das ist dann technisch, ne? Wenn du sagst, also das ist mir zu scharf, klingt ja schon eher nach einer Geschmacksentscheidung, wo ich dann wiederum beim Mixing wäre. Also ich will den. Naja, Mastering ist ja auch Geschmacksentscheidung. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also wenn ich jetzt, ich entscheide, ich drehe jetzt ein dB Höhen rein oder ich drehe das nicht rein, ist das ja mein Geschmack. Auch dein Geschmack, ja. Natürlich ist es immer auch ein gewisser Wert an Erfahrung und auch an, so doof das immer klingt, aber an Vergleichbarkeit auch, ne? Je nachdem, wo man soundtechnisch natürlich so hin möchte. Ich würde jetzt in, eben noch drüber gesprochen, in dem anderen Zusammenhang, ich würde jetzt in Lo-Fi-Track keine 10 dB Höhen reindrehen, um zu sagen, so, das ist jetzt mein Sound, da müssen jetzt mehr Höhen rein. Aber natürlich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass, also das sind ja alles geschmackliche Entscheidungen eigentlich, ne? Ja, die bei dir wahrscheinlich deutlich subtiler ausfallen als bei mir als Mix-Engineer. Mein Geschmack ist subtiler. Ja, du hast einen deutlich subtileren Geschmack. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Einblick, zu wissen auch, okay, alles klar, solche Probleme können adressiert werden. Wir haben es ja neulich, wir haben ja einmal im Monat auch eine Mixkritik im Premium-Bereich und da hatten wir ja auch ein ähnliches Problem, wo wir bei nur einem einzelnen speziellen Basston sich die Resonanz von der Snare mit dem Bass quasi gedoppelt hat und dann natürlich extrem rausgepiekt hat. Klar, also das kannst du ja jemanden, der das mischt oder produziert oder wie auch immer, kannst du das ja sagen ne? Und darauf hinweisen und es funktioniert, klar, es kann genauso gut funktionieren, dass er sagt, ja, alles klar, stimmt, habe ich überhört oder ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht hat das gar nicht gehört, weil wenn diese Resonanz da stattfindet, wo er an seinem Hörplatz ein Loch drin hat, zum Beispiel, meine ich, hat er gar keine Chance zu hören. Ne? Und, das war ja in meinem Beispiel so, dass er einfach gesagt hat, boah, ich kann das gar nicht so wahrnehmen. Ja, also bei mir ist das kein Problem. Ja, ne? Also ich höre das nicht. Von daher, die meisten denken auch, Stem-Mastering ist etwas für Leute, die sich eben unsicher sind mit ihrem Mix. Das stimmt aber nur zum Teil. Oder die eben sagen, ja, ich spare mir jetzt mal den Mixing-Engineer. Das haut ja nicht hin. Ne, genau. Und schickt das mal zum Stem-Mastering. Ganz im Gegenteil. Ich sag jetzt mal rein, das ist natürlich auch immer eine gefährliche Vergleichbarkeit, aber die erfolgreichsten Produzenten oder Mixing-Engineers, mit denen ich zusammenarbeite, schicken mir Stems. Zumindest
Musik und Vocals getrennt. Ja, aber das macht ja durchaus Sinn, weil du beides einfach, du kannst hier beides auch nochmal passend verheiraten, nenne ich das mal. Genau, also es geht da weniger darum, Probleme zu lösen oder aus einem schlechten Mix jetzt irgendwie ein gutes Master zu machen, sondern es geht einfach nur darum, dass wenn ich eingreifen möchte, weil ich das in der Situation an meinem Abhörplatz im Flow, ich drehe, ich mache das Gerät an, das passiert. Mhm. Und dann möchte ich sagen, boah, an der Stelle die Gitarre mit dem Picking, die geht total unter. Ja. Also mache ich eine Automation in den Gitarrenstem, die Gitarre für diese 16 Takte 1 dB lauter macht. Ja. Wie hätte ich das denn im Stereo Mastering gelöst? Gut, ich hätte eine Mail an den Produzenten geschrieben, mach mal die Picking-Gitarre im zweiten Refrain, keine Ahnung, was dagegen? Mach die mal lauter, wenn, irgendwie. Ja. Oder ich hätte halt irgendwie mit, okay, jetzt ist die Gitarre vielleicht links, also nehme ich jetzt einen EQ, der nur auf dem linken Kanal bei 1,5 kHz dB automatisiert reinigt. Oder so, per MS, wenn es in der Mitte ist. So. Wie auch immer, ne? Natürlich, das sind alles die Wege, aber so kann ich einfach nur, ich nehme einfach nur die Maus, sag mal, hier, zack, eben 16 Takte, 1 dB drauf. Zum Beispiel. Ja, also es sind ja endlose Beispiele, die man nehmen kann. Ja, und vor allem irre viele Möglichkeiten, die du vor allem auch, weil du es hier deutlich besser hören kannst. Genau. Ich habe übrigens gestern mit Markus Bertram, mit unserem Raumoptimierungspapst, auch noch darüber gesprochen, wie toll es hier eigentlich klingt. Ja, und dass ich dich absolut darum beneide, dass die Musik hier, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber wenn man hier bei Björn sitzt, dann kommt die Musik nicht aus den Speakern raus. Also da sind zwar die Speaker, die man auch sieht, aber gefühlt ist die Musik getrennt vom Klangerzeuger. Und das habe ich bei mir nicht. Wenn ich bei mir sitze, klingt es auch gut. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, noch die Musik kommt aus den Boxen raus. Mhm. Und wenn ich hier sitze, habe ich das Gefühl, also die Raumakustik ist so geil, dass auch die Boxen natürlich, dass die Kombination, ne, dass das wirklich so klingt, als wenn es nicht aus den Boxen rauskommt, sondern es steht vor den Boxen. Auch der Sänger hier in deiner Phantommitte zum Beispiel steht nie, der kommt nie aus beiden Boxen gleichzeitig, sondern er steht stabil in seiner Phantom. Finde ich faszinierend. Fand ich auf jeden Fall klasse. Und mit Markus habe ich gestern telefoniert, weil er mir sagte, dass er jetzt auch ein Beratungsangebot hat für kleine Tonstudios, also für Heimstudios auch, die er anbietet, wo er sagt... Was macht er dann? Das heißt, er macht dann ein One-on-One, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ne? Du kannst mit dem Termin verabreden und dann kannst du dich für eine Stunde lang, natürlich gegen Geld, gibt auch eine kostenlose Erstberatung, wenn ich das richtig gesehen habe, aber kannst dich eine Stunde lang mal beraten lassen und einfach mal darüber informieren, was bei dir vielleicht gehen würde, mega, wenn du denn einen dedizierten Raum dafür hast. Und wir haben es gerade bei unserem Freund Mario Eibe gehabt, der von The Small Machine, der auch schon ein paar Spuren des Monats im Premium-Bereich geliefert hat. Liebe Grüße, Mario, wenn du das hier sehen würdest. Hast du da nicht auch ein Stem-Mastering für gemacht? Ja, hast du ein Stem-Mastering für gemacht und Mario hatte nie irgendwie Raumakustik, wollte aber neue Boxen haben. Und habe ich vielleicht auch schon mal hier erzählt, manchmal doppelt man sich ja und wollte die KH120 von Neumann haben. Und ich habe ihm aber dann in dem Zusammenhang das gesagt, was ich allen sage. Denk mal drüber nach, die gleiche Kohle auch nochmal in Raumakustik reinzustecken. Und zwar zuerst. Und zwar eigentlich zuerst, genau. Also nicht neue Boxen zu kaufen, sondern die, mit denen du eigentlich bisher zufrieden warst, behalten und die Kohle erstmal in die Raumakustik reinzustecken. Und er hat dann beides gemacht, die Boxen gekauft und sich dann zwei Bassfallen und ein Breitband Absorber irgendwie so 10, 15 Zentimeter gekauft. Mhm. Jetzt nicht die Mega-Maßnahme, wo man sagen würde, ui, da wird er jetzt einen riesen Unterschied hören, hat aber trotzdem bei ihm schon so viel gebracht, dass er plötzlich angefixt war und gesagt hat, ah, jetzt verstehe ich das. Und dann, wenn du das einmal angezündet hast, und es muss ja jetzt nicht irgendwie die teuren Bassfallen von Thomann sein, du kannst ja auch irgendwie, kannst ja auch Glaswolle aus dem Baumarkt in großen Paketen in die Ecke stellen, wenn du den Platz hast. Das geht auch. Ne? Kannst also, natürlich auch das Studio von Markus Bertram einfach mal lassen, das geht kannst auch. Kannst du auch machen und ich denke, dass er da auch demnächst ein Angebot für Heimstudios haben wird, das eben nicht in die Tausende geht, sondern einfach mal pragmatisch so an die ersten Schlüsselstellen rangeht. Ne? Und ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch mit ihm verabredet, dass wir ein Video machen wollen, wo er das Hauptwerkzeug mal ein bisschen erklärt, mit dem er arbeitet. Und viele glauben das gar nicht, aber es ist der Room EQ Wizard. Die kostenlose Software, mit der man seinen Raum einmessen kann, ist auch bei den Pros durchaus gefragt. Ich benutze das ja auch und habe ihn dann dazu verdonnert, dass er mal so die 2, 3 Schlüsselstellen im Room EQ Wizard für den Recording-Blog erklärt. Wenn ihr das super findet, dann schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was euch genau da interessiert oder gebt einen Daumen nach oben für das Video hier bei YouTube oder unter dem Podcast, wenn ihr bei Spotify seid oder so, einfach mal ein Sternchen bewerten, dass wir sehen, dass da auch Interesse dran ist, weil Markus hat ja hier gute Arbeit geleistet in meinem eigentlich, Studio. Eigentlich wollten wir Markus ja auch mal hierher nochmal einladen, dass er mal hier zeigt,
ne? Müssen wir eine Roomtour eigentlich machen dann? In ja, dem also dass ne? er mal erklärt, welche Hintergründe das mhm. halt alles so hat, was hier ist, weil ja. man, der Raum ist ja klein. Ne? Ist und ja kein quadratisch. Geheimnis. Fast quadratisch. Nahezu. Zum ja. Glück nicht ganz quadratisch, ja. dadurch, dass es eben dass die dass das so ein altes Haus ist, dass ja alles krumm und schief ist, dass die Wände halt tatsächlich ein bisschen gegenläufig sind. Ach, ja, genau, aber praktisch. Das ist minimal. Ne? Ja. Minimal, ne? Das heißt, du musst dich hier immer ein bisschen entscheiden, richtest du dich parallel zu der Wand aus oder zu ja, der? Ja. Ja. Weil dann sitzt du halt nachher zu irgendeiner Seite halt nicht ja, gerade. Gerade ist ja Definitionssache im genau. Haus. Und wenn man dann natürlich so einen inneren Monk hat, wie ich den habe, dann ist das ganz, ganz schwierig. Deswegen haben wir hier die Rückseite einfach komplett mit dem Bassfall gemacht, dann sieht man das nicht so. Nein, ja, sehr das ist geil. Ja auch ein kleiner Raum, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, weil viele, die hier auch reinkommen, sagen dann auch, ja, okay, das ist ja schon eine Menge Raumakustik für einen kleinen für Raum. So einen wirklich kleinen Raum. Was hat der hier? 4 Meter mal 4 Meter hat er ungefähr, ne? Irgendwie 4,20, 4,30 ja. so ja. die Ecke. Also nicht ein Riesenraum. Also klar, für jemanden, der gar keinen eigenen Raum hat, natürlich Luxus. Aber nee, aber viele sagen ja, oh, das kann ja nicht gehen. Das mhm. ist ja reine Physik ja, ja. Und genau. hin und her. Ja, also jeder die Physik herzlich, steht ja hinter uns, die gestimmten Bassfallen. Du, ganz ehrlich, jeder herzlich eingeladen, der gibt ja immer so... muss ich schon wieder schimpfen, habe ich letztes Mal schon geschimpft. Ne? Gibt ja immer diese Leute, die dann so ganz hochgradig akademisch sind, jetzt nicht hier bei uns auf dem Recording-Blog zum Glück, aber auch so bei Facebook oder keine Ahnung, man kriegt das ja immer so mit, ne, in ja, diesen Gruppen. Ja, ja, ja. Und dann schreibt einer irgendwas auf und dann... Auf dem ESO-Level diskutieren. Oh, ja, und dann kommt halt nicht die Antwort, ja, mach das und das, sondern nein, das kannst du komplett... Weißt du, einer fragt, also ich habe jetzt ein SM57 und SM58, was klingt denn besser an einer Akustikgitarre? Ja. Und dann anstatt dann zu schreiben, du ganz ehrlich, probier es einfach aus, stell mal davor. Genau, hörst du an. Nee, aber dann schreibt halt einer, das ist ja völlig falsch, da musst du auf jeden Fall ein Kleinmembran nehmen und das musst du so und so hinstellen und kauf dir dann das und das Mikrofon und das Kabel, weil mit dem Kabel dann klingt die E-Seite nochmal brillanter. Und weißt du, wo ich dann immer denke, Leute, bleib, also antworte doch, wenn dann, ja. gar nicht ja. oder auf die Fragen. Ja. Ja. Oder für dich selber und schreib es nicht runter. Ja. Und ich habe das tatsächlich ganz am Anfang, ich wiederhole mich da ja auch, ich arbeite ja noch gar nicht so lange unter diesem Brand, Storia ja, Mastering ja, ja. sozusagen. Und am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel Werbung gemacht, online und so. Und klar, da waren dann auch viele, ne? Trolls. Mhm. Das kann ja gar nicht funktionieren. Wo ich dann immer denke, soll ich dir die Nummer von Markus Bertram geben? Ja. Also der saß hier schon häufiger mit Tränen in den Augen und hat gesagt, boah, das ist blöderweise... echt mit eins der besten Studios. Und da reden wir ja auch drüber, dass so ein Akustikingenieur auch mal gerne Studios baut für 3, 4, 5, 600.000 Euro. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist nämlich bei Markus auch der Fall, der Studiobauer selber ist auch Musiker. Genau. So, ja. Ne? Und das, wenn der mal Musik hört, dann freut er sich halt auch einfach, wenn er sie gut hören kann. Ne? Genau. Und klar, wenn das das Resultat seiner Arbeit ist. Musst du mir auch immer hier seine Band anhören. Dann, wenn wir hier irgendwie wieder einen Step hatten oder wo die neuen Boxen da waren und so, dann haben wir immer sein, ich weiß gar nicht, wie die heißen, ich vergesse den Namen. Ne? Ich weiß auch nicht, aber die spielen am 16. Mai, hat er mir gestern verraten, am 16. Mai auf der Maiwoche, der berühmten Maiwoche von Osnabrück, von unserer okay. westfälischen Friedenspartnerstadt, also Münster und Osnabrück sind ja jeweils am westfälischen Frieden beteiligt gewesen. Und diese Maiwoche da in Osnabrück ist ein Ereignis, also es ist wirklich eine Riesenveranstaltung. Ich habe da das erste Mal gespielt 1994, glaube ich, damals. Die Geschichte, ja, von Opa, erzähl vom Krieg. Aber du kannst dir nicht vorstellen, was da los ist. Osnabrück ist komplett auf den Beinen. Es gibt irgendwie ja so krasse Events wie in Bremen, wie heißt nochmal der Dings, Freimarkt? Der Freimarkt, ja. Freimarkt oder so, ne, wo du auch so denkst... Oder Sechstage-Rennen ist auch geil. Genau, ja. Aber der Freimarkt, wann ist der nochmal? Das ist auch so irgendwie so eine Zeit, wo gar nicht so viel ist. Ja. Und dann denkst du so, das ist halt so wie Oktoberfest in München, halt in Bremen. Und halt anders. Also nee. Also ohne Dirndl und, ja, ja, und kulturelle Aneignung mit Lederhosen. Ja, aber es ist halt einfach eine, weiß nicht, wie lange geht das, ob eine Woche oder zwei Wochen? Oder nee, was zwei denn? Wochen. Also ein Freund von mir, total krank, ja. Ich habe ja im Top-40-Bereich gearbeitet und die Kapelle Albatros, wir waren so zwei Bands, die damals mehr Spaß gemacht haben und richtig gute Musik gemacht haben und Albatros, die kamen halt aus der Gegend und die haben dann immer da auf dem Freimarkt gespielt. Dann haben die gespielt Stoppelmarkt in Vechta. Stimmt, ist auch eine ganz große Auch eine Riesenveranstaltung.
Wuppertal ist ja auch da in der Nähe. Die haben gespielt in Freimark. Die haben das 6-Tage-Rennen gespielt. Mhm. So ein Radrennen über 6 Tage haben die gespielt. Und damit waren die im Prinzip wirtschaftlich fürs Jahr weitgehend durch. So, mhm. Der Rest war Spaß, mehr oder weniger. Ne? Ja, und dann spielst du halt 14 Tage am Stück, bist du genau. Jeden Abend täglich grüßt das Murmeltier auf derselben Bühne vor denselben besoffenen Leuten. Ja, das ist halt so ein bisschen und hast eine riesen Party. Ja. Und ich weiß, wir haben damals mit unserer Kapelle immer auf dem Stoppelmarkt und auf dem Freimarkt und auch auf dem 6-Tage-Rennen einen Abend gespielt. Mhm. Und dann abwechselnd mit der Band, also wir dann und die andere Band dann immer gespielt irgendwie. Und es war ein Event. Ich weiß nicht, ob das heute noch so groß, aber da in den 90ern bis Anfang 2000er war das ein Riesenevent. Naja, und da, ja, da ging es halt richtig ab bei der ganzen Geschichte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ja, mit dem Markus und seiner Band. Mit dem Markus, genau. Markus spielt eben in Osnabrück auf der Maiwoche, was eben auch so ein Riesenevent ist, wo du wirklich, und der war total stolz und kann er auch sein, weil das ist wirklich eins der geilen Events. Hier in Coesfeld vergleichbar vielleicht mit der Maiwoche auch. Also ich weiß nur, der Markus, wie gesagt, wir haben immer, wenn wir hier irgendwas gemacht haben, eingemessen haben oder neue Boxen, hat er dann immer mal Mucke von seiner Band angemacht. Und das ist echt ganz coole Mucke, muss ich sagen. Ja, also absolut. So schön handgemachte Pop-Rock, so irgendwie nichts Wildes so, aber irgendwie ganz charmant. Wenn es gut gemacht ist, ist ja egal, ob es was Wildes ist oder nicht. Ne? Aber passt zu Markus. Falls ihr euch dafür interessieren solltet, für diese Home-Studio-Beratung oder so, schaut mal auf mbakustik.de, glaube ich. Ja, MB Not, für Markus Bertram. Einfach googeln und eben drauf gucken. Da findet ihr das dann als neues Angebot. Finde ich auf jeden Fall schon mal super. Und wie gesagt, wird es demnächst im Recording-Blog auch ein bisschen was zu geben, weil es ist echt ein unterschätztes Thema. Und deswegen sind wir auch gerade fast drauf gekommen, irgendwie diese Resonanz bei der Snare und dem Bass, die da gleichzeitig gekommen sind, die du ja im Stem-Mastering dann quasi beheben kannst. Das ist halt auch so ein Knackpunkt. Wenn du es wirklich nicht hörst an der Stelle, dann hast du echt ein Problem. Und dann kann man auch keinem Mix-Engineer der Welt dann Vorwurf machen. Also klar könnte man ja sagen, vielleicht hätte das über Kopfhörer hören können. Aber auch da muss der Kopfhörer das ja durchaus wiedergeben. Ne? Weil du kannst mit dem HD25 zwar tolle Musik machen irgendwie, aber das habe ich ja mittlerweile auch schon mehrfach festgestellt, abmischen kannst du darüber nicht so richtig irgendwie. Aber guck mal, da drehen wir uns ja wieder im Kreis zu dem alten Thema, wo wir halt immer so drüber sprechen, was ist wichtig, ne, und was sind die Prioritäten und die entscheidenden Sachen. Letzten Endes beweisen ja genug Leute Tag für Tag, dass sie in schlecht behandelten Räumen auf schlechten Lautsprechern mischen können oder auf dem Kopfhörer oder was auch immer. Und es gibt auch genug Beispiele dafür, dass Leute in tollen Räumen mit tollen Boxen immer noch scheiß Mixe machen. Wobei Scheiße ja jetzt auch ein Wort ist, was jeder für sich selber vielleicht definiert. Ist ja auch eine Definitionssache. Du kannst ja auch mal Musik durch die Jahre hören irgendwie. Und jetzt vielleicht ein Thema, was in dem Zusammenhang auch vielleicht lustig, interessant, erstrebenswert, herausfindenswert sein könnte. Ich hatte dir doch neulich, die liebe Christina, auch Premium-Mitglied, hatte mir den neuen Song von Extreme geschickt, der gerade bei Spotify rausgekommen ist. Und ich mich total drauf gefreut. Boah, Extreme, Nuno Bettencourt, der Gitarristengott, der nicht nur geil aussah, sondern auch geil gespielt hat. Eine eigene Gitarre hatte damals von Washburn, die Gitarre, die wollte ich unbedingt haben, diese Gitarre Anfang der 90er. More Than Words, der Überflieger damals, irgendwie mit unserer Sängerin habe ich das immer zusammen gespielt und da große Konzerte immer abgeräumt, irgendwie wenn der Part kam. War egal, wie gut du vorher gespielt hast, wenn wir uns beide auf die Hocker gesetzt haben, More Than Words gespielt haben, war alles peng irgendwie. Und Pornograffiti, oder hieß es sogar Pornograffiti 2, das war es ist bis heute eins der geilsten Rockalben, die je gemacht worden sind. Weil es so eine irre Power. Habt ihr aufgepasst, Geschichtsstunde am Sonntagmorgen oder wann auch immer. Mit Onkel Jonas, genau. Aus, Geschichten aus meiner Jugend, Opa erzählt vom Krieg. Ja. Extreme. Extreme, so. Ich also mit dieser gesamten Vita im Rücken dann, boah geil, endlich ein neues Stück von Extreme. Ich freue mich schon total drauf, mach den Song so an und hab so ein Grinsen im Gesicht. Und der Song geht los und ich denk's, mein Monitorcontroller gedreht, irgendwie nochmal gucken, da habe ich die falschen Boxen an, irgendwie nochmal auf Mono gestellt so. Und so nach 2 Minuten denke ich, da muss ich Björn mal schicken. Vielleicht habe ich es ja mit den Ohren oder so. Ich habe dann eine WhatsApp bekommen. Hey Björn, hier kannst du da mal bitte reinhören. Kannst du da mal heute bitte reinhören, mir Feedback geben? Und ich dachte so, boah, das ist voll was Wichtiges. Voll wichtig, ja.
voll wichtig. Nee, ich habe geschrieben, wenn du Zeit hast oder wenn deine Zeit ist. Wenn du heute mal, aber du hast heute, ich okay, gedacht, okay, ja, okay, alles klar. Klang zumindest so, das ist jetzt schon Notfall, irgendwie, brauchst du für ja nicht Notfall, aber brauchst du irgendwie für ein War Video Absicht, oder weiß ich nicht, ne? Und ich habe letzte Woche hatte ich zwei Alben irgendwie hier, war so voll im Film irgendwie. Und dann irgendwann so nach, keine Ahnung, 4-5 Tracks, wo ich dann sowieso eigentlich meistens sage, naja, komm, ist gut gewesen für heute. Naja, komm, hör's mal rein, ich mach das an und denk so, was ist denn das für ein Scheiß? Und jetzt kommt er erschwerend hinzu, ich hatte die Geschichtsstunde ja auch erst anschließend, weil mir war das tatsächlich überhaupt kein Begriff, Xtreme. Ne? Ja, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja. Bin ja noch ein junger Hüpfer. Ne? So ist es. Im Moment bist du ein junger Sitzer. Sitzer. Ich bin ja festgeklebt. So. Bin ja ein DAW-Versteherkleber. So, ne? Und er hat das angemacht, denkst du, was ist das denn für eine Proberaumaufnahme irgendwie, ne? Voll mit Knacksern irgendwie. Alles. Überhaupt keine Höhen drin gefühlt. Und wenn dann nur so anstrengende, nervige Höhen, ne? Bass mal da, mal gar nicht, Präsenz, kein Druck, null. Genau, ne? Alles irgendwie total am Schwimmen. Wo du wirklich so gedacht hast, ja, okay, da haben sich halt irgendwie ein paar Jungs mal samstags eine Kiste Bier getrunken und haben mal mit dem Audio-Interface ein bisschen experimentiert, so wenn ich an unsere früheren Proberaumaufnahmen denke, mit einem 8-Kanal Firewire Erlesis IO26 Interface, wo wir da im Proberaum große Erfolge gefeiert haben. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, wo ich dachte, okay, naja, habe ich dir dann auch irgendwie geschrieben, das, was ist da los, ne, was ist da schiefgelaufen? Und dann anschließend habe ich mal gegoogelt, wer das denn ist, und ich gedacht, oh, ja, das ist eigentlich keine Hobbykapelle aus Hintertupfing. Total nicht. Und ich habe auch die Antwort bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob irgendwie der Azubi selber mischen durfte, also jetzt ohne dem Azubi zu nahe zu treten, aber jemand mit weniger Erfahrung oder so. Oder ob das so der klassische Vertreter von, das kann ich doch selber nach 20 Jahren. So Band sagt, wieso, das können wir doch selber. Wir machen jetzt seit 20 Jahren Alben. Aber irgendwas, also wir werden berichten, falls wir es herauskriegen, was dabei rausgekommen ist. Aber ein Anspieltipp ist es jetzt definitiv nicht geworden. Beziehungsweise habe ich letzte Woche an meinem Geburtstag habe ich einen Geburtstagsmaster gemacht für die liebe Tina von ihrem neuen Song, so eine Rockballade, und da hatten wir noch telefoniert. Übrigens sehr cool ist. Auf jeden Fall. Ja. Da haben wir telefoniert und sie war auf dem Weg in die Toskana, glaube ich, zu einem Gitarrenworkshop oder sowas, hat sie erzählt. Genau, und da haben wir so ein bisschen gequatscht noch über ihren Song, und dann kam sie halt so auf, sag mal, kennst du hier von Xtreme, bla bla? Ich sag, hat Jonas mir schon geschickt. Ja, wie? Ich hab das Jonas geschickt. Ich sag, aha, so langsam schließt sich hier der Kreis. Ich finde auch nicht alles, Nee, genau, aber war auf jeden Fall interessant. Ihr könnt ja mal reinhören, Xtreme, und der Song heißt, glaube ich, Rise, ne? Keine Ahnung, bei Spotify die neueste Nummer von... Ich meine also, Rise. Ja. Ich war auf jeden Fall extrem irritiert, extrem, passt ja auch, ne? Extrem positiv wird es für mich aber nächste Woche werden, wenn wir mal bei extrem sind. Berlin Calling. Ich fahre nach Berlin, genau. Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich weiß nicht, wer die Spiele diese Woche gesehen hat. Ich habe die Fußballspiele geguckt. Tatsächlich. Und, aber ist doch noch gar nicht Finale nächste Woche. Nee, aber ich hatte gedacht, wenn die Fans da im Stadion beim Halbfinale singen, wir fahren nach Berlin, dann könnten sie zumindest in dem Moment mal recht haben und nicht wie bei den Viertelfinals oder Vorausschussrennen, wo die das ja auch schon singen. Aber in diesem Fall... Und in dem Moment hast du dir gedacht, da ich fahre nach Berlin, ganz aber genau. Aber nicht zum Finale. Nee, tatsächlich nicht, sondern ich fahre zur Superbooth. Nächste Woche ist Superbooth. Am Donnerstag startet die Superbooth in Berlin. Da werde ich dann mich, nachdem ich letztes Jahr schon da gewesen bin, wieder rumtreiben. Und dieses Jahr fahre ich sogar 2 Tage früher hin, weil ich nämlich am Dienstagabend schon bei den lieben Kollegen vom Producer Network abends im Livestream sitzen werde, beim lieben Timo. Nochmal an der Stelle gegrüßt. Ne? Timo, wir sehen uns am Dienstag. Und wenn ihr Bock habt, einzuschalten, auch gerne Dienstagabend 19 Uhr The Producer Network bei YouTube. Ah, nicht bei dir auf dem Kanal. Nicht bei mir auf dem Kanal, sondern bei den Kollegen vom Producer Network, weil wir eine, wie heißt es so schön, ist bei YouTube immer ganz wichtig gewesen, weil wir eine Kanalkooperation machen. Kollaboration. Griechisches Wort fällt mir gerade nicht ein, aber eine Collaboration, eine Collab. Und wir werden was ganz Cooles machen, und zwar werden Timo und ich uns hinsetzen und werden zusammen einen Beat produzieren. Das heißt, wir sitzen am Dienstag erstmal zusammen, quatschen drüber und so weiter und mit den Leuten, die da gerne zuschauen. Dann am Mittwoch setzen wir uns dann nicht live, aber vor die Kamera und schreiben dann quasi Beatmusik und vielleicht schon eine Grundmelodie und so weiter. Dann nehme ich das mit und mache dann dazu die Vocalproduktion.
ich mache die Backing Vocals und mein Freund Jan Löchel wird die Vocals singen. Und dann geben wir das Ganze zum Mixing zu Timo. Und die Vocal-Produktion, also das, was man heutzutage noch so an Vocal-Produktion und Gimmicks macht und so weiter, das macht dann lieber der liebe Robin von San Cruso, auch ein YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht kennen solltet, mal reinschauen. Robin macht viel zum Thema Vocal-Produktion und Mixing, also wie man moderne Vocals mischt, hat jetzt gerade irgendwie ein Video rausgebracht, wie man diesen Vocal-Sound vom neunten Peter Fox-Song zum Beispiel hinbekommt und so weiter. Ziemlich geil, aufstrebender Kanal, super Typ, kommt aus Köln, wohnt in der Nähe von einer guten Freundin von mir und Robin ist ein ganz junger, sympathischer Kerl, irgendwie mit viel Know-how und so weiter, macht auch auf dem Producer Network. Und wir machen eine Kollaboration, wir drei Kanäle quasi. Und am Ende soll halt ein Song bei rauskommen, den wir dann final fertig haben. Wir haben noch gar nicht über Mastering gesprochen. Ich habe jetzt ja drauf gewartet. Wollte ich gerade sagen, fällt mir gerade ein, wir sind so in unserem Tunnel, dann kann ich das auch gleich mal noch mit reinnehmen, dass wir das Ding auch noch mastern lassen. Okay. Hast du schon mal live vor der Kamera gemastert? Ja, klar. Das ist ständig. Jeden Samstag. Nee, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Das machen wir also am Dienstag, Mittwoch. Und am Donnerstag bin ich dann auf der Superbooth und treffe dann verschiedenste Leute. Da laufen auch viele, viele Privatleute rum. Auch Freunde vom Recording-Blog freue ich mich schon wieder drauf, einige zu sehen. Da laufen auch natürlich Mastering-Ingenieure so weiter. Eigentlich ist die Superbooth ja mehr so ein Tastenthema. Das heißt, da werden viele neue Synthesizer vorgestellt und so weiter. Aber trotzdem trifft man tatsächlich alle. Ich werde wieder die Kollegen von den Guitar Tunes treffen, den Ingo und Timo vom Producer Network und wer alles da ist. Apropos Tasten, kurze. Ja, Tasten. Tasten. Hau mal rein in die Tasten. gestern war ein lieber Kollege von mir hier, der Guido Bertner, liebe Grüße, wenn du das siehst. Der hat ja ein Studio in der Nähe. Und der hat mir gestern erzählt, dass es die Sound and Recording, diese Zeitschrift, nicht mehr gibt. Als Papier? Doch, die heißt jetzt Keys and Recording, weil es gab ja mal die Keys. Die Keys gab es, genau. Die gibt es aber nicht mehr. Ja. Und die wurde dann quasi mit integriert in die Sound and Recording, aber nur ein oder zwei Ausgaben. Ja. Und jetzt heißt sie Keys and Recording. Das Witzige ist, dass mein alter Kumpel Jörg Sunderkötter. Wer kennt ihn nicht? Früher Top 40 Musiker Anfang der 90er, Chefredakteur von der Keys war und dann von Sound and Recording und dann aber weitergezogen ist irgendwie und der ist einer der Köpfe hinter dieser ganzen Nummer gewesen und es ist bei mir immer so witzig, dass so Leute aus meinem alten Universum immer irgendwo aufpoppen und plötzlich irgendwie Chefredakteur von einer Zeitung sind oder sonst was. Und ich hätte tatsächlich gedacht, dass diese physischen Medien auch angesichts der steigenden Papierpreise mehr oder weniger eingestellt werden. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Okay, alles klar. Das ist jetzt nur so meine Einschätzung. Ich glaube, das dauert noch so 10 Jahre. Aber vielleicht treffe ich den aktuellen Chefredakteur, den Marc Bohn, auch auf der Superbooth. Aber ich glaube, der ist ja jetzt nicht mehr Chefredakteur. Ach, Marc ist auch schon nicht mehr? Das war gestern so ein bisschen verwirrend irgendwie. Der Guido, der Kollege, meinte, dass der Chefredakteur von der Sound Recording nicht mehr der Chefredakteur wäre. Aber das ist mal wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie man viel gefährliches Halbwissen medienwirksam in einem Podcast aufbereiten kann. Absolut. Habe ich wieder geschafft für heute. Aber wir kriegen ja auch nicht alles mit jeden Tag. Aber also ich hätte jetzt meinen linken Finger darauf gegeben, Marc da noch Chefredakteur ist. Und der Klaus, wie heißt der noch? Klaus Beetz, glaube ich. Weil der Marc ich glaube, Marc steckt ja auch hinter der Studioszene in Mannheim, was ja auch ein großes Event ist. Ist ja jetzt in Hamburg, Ich wollte gerade sagen, die letzte war in Mannheim, die nächste ist in Hamburg. Wollten wir da nicht auch hin? Auf jeden Fall. Ja. Aber hast du da nicht mit deiner Frau schon irgendwie ein Date? Da war irgendwas. Konzertkarten zum Geburtstag? War das am selben Wochenende? War das nicht irgendwie? Ich muss das nochmal checken. Naja, auf jeden Fall. Das ist terminlich betrachtet, ist halt immer schwierig. Wirklich sehr spannend mittlerweile. Ne? Vor allem die ganze nächste Woche dann tatsächlich da in Berlin unterwegs zu sein. Ich bin im Van übrigens unterwegs. Das heißt, bist du noch am Campingplatz dann oder was? Oder? Ja, das ist also Erfahrung da aus dem letzten Jahr. Wir sind ja letztes Jahr mit dem Van auch in Südeuropa unterwegs gewesen. Also ausgebauter Campervan für Leute, die es nicht wissen. Ein großer Transit, irgendwie selbst ausgebaut, hat meine Frau selbst gemacht. Bett rein, Küche rein, Dusche rein, alles rein, Elektrik rein, Solarpanel oben drauf, hat sie alles selbst gemacht. Sieht cool aus, habe ich Fotos von gesehen. Mega Teil. Gibt's auch bei Instagram oder gibt's bei Instagram? Das ja, Annas Van Dusen, könnt ihr mal nachgucken. Van Dusen, Van, weil Van. Und wir sind große Fans von der Hörspielreihe Van Dusen, also Van Dusen.
Deswegen ist das Kennzeichen auch Münster VD. Und damit fange ich schon, der Humor in der Familie Wagner ist sehr angepasst aneinander. Auf jeden Fall fahre ich mit dem Ding dann nach Berlin, brauche ich mir kein Hotel suchen. Ja. Und die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass es in jeder Stadt irgendwie mehr oder weniger zentral auch so Höfe von Unternehmen gibt, die dann quasi Campern zur Verfügung stellen. Also sagen wir mal, eine Autoreparaturwerkstatt hat noch einen größeren Hinterhof irgendwie und sagt dann, weißt du was, da können wir doch 4 Stellplätze hinmachen. Und das wird, kannst du dann im Internet buchen. Okay. Sind wir nämlich letztes Jahr in Rom gewesen und haben mitten in Rom, also wirklich mitten in Rom an der alten Straße, die da rausführt, die heißt auch Via Appia, genau, die eine der ältesten Straßen der Welt sogar, muss man fast sagen, die Via Appia. Und die sieht auch genauso alt aus wie die älteste Straße. Wir haben wirklich komplett Kopfsteinpflaster. Hey. Aber da war halt dieser Autohändler und der hatte den Fuß dann durch so ein Tor rein und dann war hinten so ein Hinterhof. Da warst du mitten in Rom quasi. Also wir sind mit dem Bus noch irgendwie 5 Stationen gefahren, da standen wir am Kolosseum. Für 30 Euro die Nacht mit dem Campervan mittendrin gestanden. Mega. Und dann kannst du da auch dann Strom kriegen und sowas? Oder wie, wenn du das willst, kannst du da auch Strom bekommen. Und mit der Erfahrung habe ich dann gedacht, das muss doch in Berlin auch geben. Und tatsächlich gibt es in Berlin mittendrin die Wohnmobil-Oase oder wie das heißt, oder Mitte-Oase, weil es ist in Berlin Mitte. Und dann ist da einfach, da ist Platz für, ich glaube, 50 Campervans. Und dann zahlst du da pro Nacht irgendwie 30 Euro. Das heißt, ich bin... Aber wirklich nur für diese Größe, nicht für richtig große Wohnmobile jetzt oder was? Doch, großes Wohnmobil, das ist ja 7 Meter. Also unser Camper ist ja 7 Meter lang. Also du kannst auch für Gespanne buchen, da kostet halt ein bisschen mehr irgendwie. Aber da bin ich halt irgendwie mitten in Berlin und es ist Fußweg 2 Kilometer von Timo weg, also auch super. Ja. Weil versuch mal in Berlin generell einen Parkplatz zu kriegen. Aber mit einem Camper, wenn erst recht, ne? Und wo du dann auch stehen bleiben darfst, du darfst ja, also dieses vermeintliche Wohnmobilfreiheit, wir dürfen überall hinfahren, das gibt es ja nicht. Du darfst ja in Deutschland zumindest nicht. Nee, auch woanders nicht. Also vielleicht in Dänemark, in Skandinavien. In Neuseeland gab es das, Skandinavien gibt es das, aber im Rest von Europa darfst du nicht einfach so stehen bleiben. So, das geht nicht, ne? Und wie gesagt, mitten in Berlin bin ich da mit dem Campervan quasi in der Wohnmobil-Oase da in Mitte und kann dann zu Timo rüberlaufen und dann später bin ich dann halt an der Wuhlheide. Ihr wollt ja nur wieder zusammen Bier trinken wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und dann später bin ich dann halt an der Wuhlheide dann, um da mit dem Camper zu stehen und dann zur Superboost zu gehen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Auch, weil die nämlich genauso wie bei unserer letzten Veranstaltung, als wir in Duisburg waren, wie hieß das Ding? BeatCon. Auf der BeatCon. Weil da nämlich auch so leckere Foodtrucks stehen. Da freue ich mich schon drauf. Vielleicht gibt es ja wieder so einen leckeren Burger. Da träume ich manchmal noch von dem Burger. Ja, der war gut. Der war wirklich fantastisch, muss man sagen. Fantastischer Burger, tatsächlich, ja. Ich glaube, wir müssen mal den Ingo fragen, wie der Foodtruck hieß, wo der herkam. Müssen wir den zu deinem 35. buchen hier? Ja, wir buchen den einfach alle 2 Wochen zur Podcast-Aufzeichnung. Das ist eine gute Idee. Ja. Ich meine, die Quarkbällchen müssen wir natürlich trotzdem noch haben, so ist nicht, aber ist ja Nachtisch dann. Ne? Ja, aber ich habe tatsächlich heute schon die Idee geäußert, dass wir den nächsten Podcast vielleicht mal draußen aufnehmen, weil das Wetter, ich habe es heute wieder auf der Herfahrt gemerkt, ne? Mega. Es geht echt alles, die Säfte sprudeln quasi so, mehr oder weniger. Der Vitamin-D-Haushalt, wie man bei mir sehen kann, im Video zumindest, ist schon wieder aufgefüllt, mehr oder weniger. Ich nutze jede Minute, um rauszugehen, um unter Vögeln zu sitzen oder Vögeln bei der Arbeit zuzuhören und draußen zu sitzen, ja, beim Flöten. Ja. So. Und mit dem Laptop einfach draußen zu arbeiten, wenn es eben geht. Einmal zu viel geht, Vögeln innerhalb von so kurzer Zeit für einen Podcast. Ich habe das Wort nicht gesagt. Ich nicht. Mir legst du das nicht in den Mund. Nächste Woche sitzen wir draußen, nächste Mal, also in 2 Wochen. Wahrscheinlich zu unserem Glück, in 2 Wochen ist dann wahrscheinlich 7 Grad und Regen. Warum nicht? Es ist ja Mai schließlich. Genau. Letztendlich. Da freuen wir uns drauf. Wenn es das hergibt, dann wird es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit mal sein, Bei uns auf dem Balkon. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da machen wir was. Fickjot. Parallel noch einen Grill anmachen. Ja, vor allem habe ich dann ja auch schon viel zu berichten tatsächlich über die Aktion. Ich glaube, die ist ja auch in den letzten Zügen schon, die Koopen, die ich ja mit dem Producer Network und mit St. Crusoe mache. Ist das so, also ihr fangt jetzt nächste Woche an? Ja, also für die jetzt hören quasi, ne? Sehr zeitig abgeschlossen. Achso, in dem Zusammenhang übrigens an alle, die schon mal zuhören, ich werde einen Livestream machen. Das heißt, ich werde die Vocals live, also zumindest die Backing-Vocals werde ich live aufnehmen. In 2 Wochen dann, also ist der Donnerstag vor dem nächsten Podcast. Gibt es auch noch eine Ankündigung, definitiv. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, tragt euch einfach im Newsletter vom Recording Blog ein. Gibt es einen Link auf der Homepage, recordingblog.com, gibt es einen Link zum Newsletter und da kündige ich das an. Warum der Herr heute eine Viertelstunde zu spät gekommen ist, weil der Newsletter.
Ja, weil die Seite nicht funktioniert. Lass mal nicht über Web die Seite sprechen, sonst kriege ich schlechte Laune. Aber aber da kann man sich anmelden beim Newsletter und dann kriegt ihr die Infos, wann der Livestream auch startet und so ja, weiter. Cool. Und dann werde ich mal wieder, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, Vocals vor der Kamera direkt aufnehmen und werde dann auch präsentieren, wie ich mit Jan zusammen die Hauptvocals aufgenommen habe, weil das wird auch spannend. Der Jan wohnt ja auch bei uns auf dem Land, Jan Löchel. Und auch reingucken, genau. Ja, der wohnt zwischen auf der Grenze zwischen Wolbeck und Gremdorf, eben so dazwischen. Ja, da muss man schon wieder aufpassen, ne? Ja, es ist schon so, die richtigen Gefilde wählen. Das ist ja, wenn du im falschen Dorf bist, hier im Münsterland oder so, ne? Bei uns natürlich auch hier. Auf jeden Fall hat der Jan im Garten einen Wohnwagen stehen. Und jeder von uns, der mit Peter Lustig aufgewachsen ist, weiß, hat jetzt schon ein Bild, wie so ein Wohnwagen aussehen muss. Und ja, er sieht so aus. Der steht da fest. Ne? Und ich, es ist mega. Und der hat da auch so einen kleinen Bollerofen drin, wenn es im Winter, wenn er da mal rübergehen will und so weiter. Hat aber auch eine kleine Aufnahmemöglichkeit drin. Das heißt, wir werden die Vocals bei ihm in diesem Tiny House, wie man das heutzutage schön nennen würde, werden wir die da aufnehmen. Und sagt, ja, klingt aber ein bisschen boxy. Ich sage, ja, weißt du, ist doch näher dran an jeder Realität von uns kleinen Home-Studio-Leuten als die Backstube, die wirklich ein großer Raum ist, wirklich der sehr weitläufig ist und zwar eine niedrige Decke hat oder so, sein eigentliches Studio. Ne? Ach so, die Backstube nicht auf dem Stand. Ja. Der Jan hat so eine alte Backstube im Herzen von Münster zu einem kleinen Studio ausgebaut, wo er seine hauptsächlichen Aufnahmen macht und so weiter, hin und wieder auch mal Veranstaltungen gemacht hat, aber ganz toller Raum, super Vibes irgendwie und insgesamt Teppiche und Wohlfühlcharakter, kleine Bühne, ein altes Klavier und so weiter. Guckt euch das Video von der Aufnahme mit den Universal Audio LX Mikrofonen an, mit den da waren wir in der Backstube. Und aber wie gesagt, dieses Tiny House, da freue ich mich schon drauf, da werden wir dann die Hauptvocals aufnehmen. Und im Idealfall, Jan hat schon den ein oder anderen Welthit gesungen. Im Idealfall kommt dann aus dieser Koop auch so Marke Welthit raus. Hätte da gehe ich jetzt aber auch erstmal von aus. Also ja, aber erst nach dem Mastering natürlich. Versteht sich. So, damit wir uns jetzt auch genügend selbst beweihräuchert haben an dieser Stelle. Vielleicht sollten wir ein Stem-Mastering machen. Da habe ich noch eine Frage zum Stem-Mastering, weil du das gerade gesagt hast. Wir müssen auch die Überschrift des Videos rechtfertigen. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich die fasse, die Überschrift, aber vom Stem-Mastering zum From Stem Hero zu Zero. Nee, umgekehrt. From Stem Zero to Hero. Cola Zero zu Hero. Ja, genau. Ja. Okay. Weil du das gerade erwähnt hast, dass du mit dem Track Spacer auch Platz schaffen kannst für die Vocals zum Beispiel. Genau. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Ding, was ich jetzt nicht standardmäßig, aber relativ häufig mache, dass meine Musik, läuft ja auf einem Musikbus zusammen, dass ich da schon einen Track Spacer drauf habe. Den schalte ich dann auf MS und lass dann per Sidechaining die Vocals quasi den Mitteanteil in einem bestimmten Frequenzbereich runternehmen, sodass ich da diese Integration hinkriege. Den müsste ich dann aber fürs Ausspielen dieser beiden Stems dann runternehmen. Ne? Genau, das ist ganz wichtig, dass man halt eine Sache versteht beim Stem-Mastering. Es gibt, also bei der Vorbereitung für Stem-Mastering muss man zwei Dinge verstehen. Ja, vielleicht kannst du das mal erklären. Genau, einen erstmal das Allerwichtigste. Alles, was du auf deinem Masterbus hast, musst du ausmachen. Ja. Weil das ist ja, also klingt jetzt so stumpf, aber man hat ja ganz oft einen Denkfehler. Also ich hatte das schon mit ganz vielen Kunden, die total ein Brett vom Kopf hatten im Moment. Hä, warum? Ich habe doch da nur ein EQ drauf. Ja. Was macht denn der EQ? Sag jetzt mal, weiß ich nicht. Hebt 1 dB an. Curvebänder, so, ja, genau, egal. 60 Hertz 1 dB, 16 Kilohertz 1 dB. Ja, so. Was man halt so macht, weil sonst klingt der Mix natürlich nicht. Ja, genau. Ja. So, der braucht Luft. Was passiert denn, wenn du den auf deinem Masterbus hast? Alle Signale, alle Einzelsignale, die in irgendwelche Gruppen und Schlag mich tot, die kommen dann da an und alles zusammen bekommt 1 dB mehr Bass und 1 dB mehr Höhe, klassischer Bass. Ja, ja. Was passiert denn jetzt, wenn du, ich sag jetzt mal, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals, so, jetzt mal ganz stumpf, 4 Stems einzeln würdest du jetzt exportieren. Ja. So, jetzt gibt es ja in den DAWs 2 Möglichkeiten. Viele haben ja so eine Stem-Export-Möglichkeit. Studio One heißt das sogar Stems. Genau, Cubase hat das auch und sowas. Ich benutze das nie und ich empfehle das auch den meisten Kunden, das nicht zu tun. Mhm. Also den Stem-Export zu nehmen. Ja, diese Variante zu nehmen, weil du musst natürlich die richtigen Sachen anwählen dann da. Und da gibt es verschiedene, also jetzt zum Beispiel in Studio One gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie soll er exportieren? Ja. Soll er Busse umgehen, soll er Effekte umgehen, soll er Sense mitnehmen? Automation anlassen oder auslassen so, oder, also und das so weiter. Kann da zu viel kaputt gemacht werden. Das heißt, ich empfehle einfach immer,
mach das, stell das auf Solo, was du exportieren möchtest. Mhm. Dann kannst du nämlich nochmal checken. So, ne? Sagen immer alle, ja, ich habe die Drums in der Gruppe. Und dann sagt aber irgendwer nachher, ey, gut, dass du das gesagt hast. Da ist mir nämlich mal aufgefallen, dass ich das Snare-Reverb aus Versehen gar nicht auf den Drumbus geroutet hatte, sondern auf Master auf Main, oder ja. was weiß ich, ne? Ja. So, also so Kleinigkeiten, ja, sag ich jetzt mal, ne? Stell das auf Solo, was drauf sein soll. Mhm. Vielleicht in dem Fall Schlagzeug und vielleicht hast du noch einen Shaker oder einen Tambourin. Ja. So, stell das auf Solo und mach einfach einen Stereo-Export. So. Unkomprimiert natürlich, nur dass man es mal gesagt hat. Ne? Pass auf, das ist ja erstmal der Weg. Ja, so. Und dann kommt ja diese Masterbus-Geschichte. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn ich so vorgehe, stelle das auf Solo, was ich hören möchte und habe jetzt ein EQ auf dem Masterbus? Dann habe ich nachher, wenn ich dann diese vier Stems, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals, wenn du mir die dann schickst und ich packe die bei mir in die DAW, dann habe ich ja nicht ein dB bei 60 Hertz, und ein dB bei 16 kHz angehoben, sondern ich habe im Prinzip vier. Bei jedem Export. Kann man jetzt physikalisch, jetzt kommt, bevor jetzt wieder irgendeiner mit einem weißen Kittel kommt, kann man natürlich jetzt so nicht sagen, weil wenn bei den Vocals bei 60 Hertz nichts ist, dann ist es natürlich keine, also da kommt natürlich dann nichts hin, was nicht da sein kann. Ja, so. Richtig. Oder zumindest nicht im hörbaren Bereich. Aber geschenkt, So. Aber natürlich hast du einen ganz anderen Effekt, als wenn du alle Spuren zusammen durch einen Equalizer jagst und einen dB Bass und Höhen reindrehst. Ja. Heißt also, ganz, ganz wichtig, du musst alles auf deinem Masterbus ausschalten. Mhm. Für Stem-Mastering. Für Stem-Mastering. Mhm. EQ, sag ich mal, also wenn du jetzt einen dB Bass und Höhen machst, okay. Klar, ist anders, aber ob der Unterschied so groß ist. Aber wenn du jetzt anfängst und du komprimierst da 5 dB, ne? Auf dem Masterbus. Auf dem Masterbus. Ja, gut. Dann hast du aber nachher nicht 5 dB Kompression auf deinem Mix, sondern auf einzelnen Stems. Dann hast du komprimierte Schlagzeug, komprimierte Vocals, nicht einen komprimierten Mix. Ne? Oder auch, das war glaube ich sogar mit dem Mario, wo wir eben drüber gesprochen haben, auch ein Recording-Blog, Premium-Mitglied. Ne? Da ging es nämlich darum, der hat mir Stems, und hat das auch noch nie gemacht, exportiert und hatte so ein Tape Plugin. Ja. So eine Bandmaschine oder irgendwas. Ich auch regelmäßig drauf, So. Hat aber jedes Stem, und es waren 6 oder 7, da durchgejagt. Und dann habe ich ihm das Master geschickt. Er hat gesagt, boah, mega, klingt total geil. Aber kannst du mal am Anfang reinhören, das Klavier, das klingt so irgendwie so, das macht so. Okay. Und ich, das ist der Flatter vom Band, oder was? Ja, genau, war irgendwie schon abends relativ spät, also ich war nicht mehr im Studio und die ganzen Abend habe ich wirklich zu Hause gesessen und gedacht, was meint der denn jetzt? Ne? Ja. Wo kann das dann dran liegen? Und nächsten Morgen direkt ins Studio angemacht hier alles und gehört und denke, ja, also du merkst halt so ein bisschen, ne? Dann habe ich die Stems mir angehört. Ja, ist da drauf, ne? Ja. Ich habe gesagt, kann ja nicht sein und so, ne? So, jetzt hat er natürlich, er hat gesagt, ja, wenn ich mir das bei mir anhöre im Mix, dann höre ich das nicht. Mhm. Ja, war auch so, weil wenn er den Mix einmal durchgejagt durch die Bandmaschine hat, war dieser Effekt ganz, ganz minimal. Und dann hat auch alles den gleichen Effekt gehabt. Ja. Punkt 1. Mhm. Punkt 2 war natürlich, der Mix war natürlich viel, viel leiser. Das heißt, man konnte das natürlich auch viel weniger wahrnehmen, dieses Fall. Und Punkt 3, die anderen Sachen, die da auch mitgeschwommen sind, hatten halt auch alle dieses Tape drauf. Das ist die Gleichlaufschwankung die simulierte Gleichlaufschwankung von diesen Motoren wahrscheinlich in dieser Tape-Simulation. Ich habe jetzt auch schon, seitdem ich angefangen habe zu erzählen, darüber nachgedacht, wie nochmal dieser Effekt. Flutter, genau. Ja, genau. F-L-U-T-T-E-R. Flutter. Gibt es auch bei Tape-Echos übrigens. Ja, supergeil. Und da ist es dann halt aufgefallen, dass es daran lag. Und dann hat er einfach nochmal die Stems exportiert. Ohne Tape-Maschine. Mhm. Und ich habe dann, weil er das gerne wollte, auch so vom Sound her, habe dann halt eine Tape-Maschine draufgepackt. Mhm. Also er hat mir gesagt, welche Tape-Maschine er benutzt hat. Ne? Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was du sagtest. Ich habe jetzt hier Sidechain, ist ja Vocals zu Musik, Bassdrum zum Bass, was auch immer. Auf dem Masterbus habe ich ja auch klangbeeinflussendes Zeug noch drauf, für mich persönlich. Ne, ich bin jetzt schon wieder weg vom Masterbus, sondern mehr zum Beispiel eben Sidechain zwischen Vocals und Instrumente. Oder Sidechain zwischen Bass und Bassdrum. Gibt ja tausende Sachen. Leadgitarre wird vom Leadvocals weggedrückt oder was auch immer, ne? In verschiedenen Stilistiken. Das musst du natürlich auch deaktivieren. Mhm. Ja? Gibt ja keine Möglichkeit, weil es gibt, jetzt sagen auch wieder einige, natürlich gibt es eine Möglichkeit. Klar, du kannst natürlich den Fader runterziehen von einer Spur.
die aber nicht, also die mit auf Solo stellen. So dass quasi das Side-Shading mit eingerechnet wird. Ja, ist möglich. Ja. Ne? Geht, aber es ist bei jeder DAW komplett unterschiedlich. Mhm. Also wirklich komplett unterschiedlich. Ja. Bei Studio One zum Beispiel ist es ganz einfach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich packe auf die Gitarren einen Trackspacer oder einen dynamischen EQ, und der wird gesteuert von den Vocals. Ja. Dann sehe ich ja, dass unten bei den Sends, bei den Vocals, wird ein Send erstellt, Sidechain für Trackspacer oder was auch immer. Und diesen Send kann ich natürlich auch Pre-Fader schalten. Mhm. Und dann kann ich den Fader runterziehen. Ja. Hätte das mit drin. Für alle, die jetzt schon denken, was, was ist da los? Ja. Irgendwie, dann lieber wieder nicht drüber nachdenken. Nee, such mal nach Pre-Fader im Recording-Blog, da findet ihr irgendwie da gibt es genug Sachen. Also ich sag mal, selbst für einen fortgeschrittenen Tonmenschen, der musste auch schon überlegen, okay, also jetzt mache ich den auf Pre-Fader, dann ziehe ich hier den Fader runter, muss die Spur aber mit auf Solo stellen, dass sie mit exportiert wird. Ja. Dann dürfen aber natürlich alle anderen Effekte auch nicht Pre-Fader sein, weil die ja dann mitlaufen würden. Also da muss man dann schon... Ja, und da verändern sich ja durchaus die Verhältnisse, wenn du Pre-Fader schaltest, weil es kann durchaus per Pre-Fader-Send dann passieren, dass du natürlich mehr Signale in den Effekt reinschiebst. Ja, wenn du natürlich andere, wenn du natürlich noch Automation und... Also da gibt es schon ganz, ganz viel, was du da mitdenken musst. Ja. Ich würde immer sagen, lass es sein, lass es runter. Ja. Und sag dir Bescheid, im Idealfall, was du gemacht hast. Genau, beim Rüberschicken von den Dateien schreib in die Mail oder mach einen Screenshot. Ne? Ich sag mal, wenn man dann mehr als einmal zusammengearbeitet hat, dann hat man das schon so ein bisschen drin. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der auch viel mit dem Trackspacer macht, der aber immer ein Stem-Mastering bucht bei mir. Ja, so. Okay. Das ist so fast einmal im Monat und der schickt mir einfach immer ganz stumpf einen Screenshot. Der macht einfach einen Screenshot von dem Trackspacer. Wäre jetzt meine Frage, ob es sinnvoll ist, irgendwie das zu machen oder ob man, also wenn man den überhaupt lesen kann, so einen Screenshot, muss man wahrscheinlich auch gucken, was da drauf zu sehen ist, ne? wo welche Plugins drauf sind oder so. Aber ob man einfach beim Export... Von dem Trackspacer. Achso, vom Trackspacer, entschuldige. Ich hatte die Mixing-Session jetzt vor Augen und habe gedacht... Nein. Der sagt ja, pass auf, ich habe hier auf den Gitarren habe ich einen Trackspacer drauf gehabt. Trackspacer in der Einstellung. Genau, und dann kannst du mir natürlich schreiben, ich habe den Low-Cut und das und hier. So, und der macht einfach einen Screenshot. Ja. Gibt es ja diese zwei Seiten beim Trackspacer. Einmal diese erste mit dem Low-Cut und dann diese mit MS und bla bla. Genau, wo du dann macht mir halt von den beiden einen Screenshot. Ja. Packt mir das mit in die Mail, einfach als Bild mit rein, dann mache ich den auf, gucke kurz. Dann stelle ich den erstmal exakt so ein, ob der dann so bleibt bei den Settings. Andere Baustelle, komplett erstmal dahin gefragt. Oder auch gerne ein Kunde von mir aus Österreich, der auch immer relativ viel auf dem Stereobus macht, der aber auch festgestellt hat, Stem-Mastering ist dann doch für ihn der Way to go, so einfach, weil dann noch mal was ganz anderes rauskommt. Also macht er dann quasi den Sound auf dem Masterbus für sich für gut fühlen, nimmt den aber komplett raus und gibt dann die Stems ohne seine Masterkette an dich rüber. Genau, schickt mir aber den Mix, seinen Stereo-Mix damit du mit weißt, welche Klangvorstellung er hat. Und wenn er relativ krasse Settings dann auch auf dem Stereobus hat, dann schickt er mir das auch rüber und sagt, pass auf, du, ich habe hier das und das Tool, ich habe hier irgendwie super viel Saturation benutzt auf dem Stereobus oder sowas, ne? Damit ich überhaupt erstmal nachvollziehen kann, wie kommt er denn zu seinem Sound, aber trotzdem, jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, das war irgendwie mega umständlich und so, aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es ja total entspannt. Du musst das schon gut dokumentieren, ne? Also ich war jetzt gerade als Beispiel zum Beispiel, es gibt ja tatsächlich Musikrichtungen, wo ein Kompressor auf dem Masterbus tatsächlich von der Bassdrum getriggert wird. Wie heißt denn der Effekt irgendwie? Pumping. Pumping, genau. So. Dass das Pumping aber eben nicht nur auf der Musik ist oder so oder nur auf den Keys, sondern tatsächlich auf den kompletten Mix geschickt wird, dann mehr oder weniger. Würdest du sowas dann auch simulieren? Also ich würde das dokumentieren, pass auf, ich habe das gemacht, ich wollte diesen Effekt haben. Wenn das Sound ist, dann muss man natürlich immer fragen, also ja, ist das dann. Ist es dann sinnvoll, ein Stem-Mastering zu machen? Naja. Ja, mit Sicherheit ist es dann genauso sinnvoll, auch ein Stem-Mastering zu machen. Aber das ist ja etwas, was du einfach kommunizieren musst. Ja. Ne? Also das ist ja etwas, was ich da nicht nachvollziehen kann. Das ist genauso, es kann aber genauso beim Stereo-Mastering passieren. Ja, klar. Also folgendes Beispiel, ein Produzent aus dem Schlagerbereich, mit dem ich jetzt schon tatsächlich relativ lange nichts mehr gemacht habe, aber eine ganze Zeit lang super viel gemacht habe.
da weiß ich noch, an die erste Zusammenarbeit, da hat er mir einen Mix geschickt, per V-Transfer. Wir hatten vorher kurz irgendwie gequatscht, telefoniert, und ja, welches Format und hin und her, so, und mir das rübergeschickt, den Mix, und es war auch alles gut, ich habe den gemastert, schick den zurück, und dann kam irgendwie direkt irgendwie eine halbe Stunde später so ein Anruf, so, okay, also, ja, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber die Künstlerin findet es leider überhaupt nicht gut, und hin und her, ich habe schon gedacht, oh, kannst du das benennen? Okay, ja, Mensch, was ist denn da passiert, mhm, irgendwie, ne? Ja. Und dann, ja, vielleicht könntest du nochmal das und hier und hier. Und ich dachte, okay, das ist aber dann schon, ja, schon ganz schön weit weg vom Mix. Ist ja okay. Ich denke, mein Denken ist ja immer, das ist immer mein Spruch, ich gehe immer davon aus, wenn du mir jetzt einen Mix schickst, ja, egal ob jetzt du Jonas Wagner oder ob du Herbert Grönemeyer, wo, ja, ein Label und ein Mixing Engineer und ein Produzent und ein Manager dahinter sitzt, ich gehe immer davon aus, dass das, was bei mir ankommt, klingt so, dass alle damit zu 100% zufrieden sind. Ja. Davon gehe ich immer, ja, aus. Sollte man ja so, auch. Dass ich dann sagen kann, okay, ohne meinen Geschmack jetzt zu sehr zu werten oder, mhm, wertig einzubringen, ich möchte das, was da ist, noch schöner machen, ja, und das, wo ich vielleicht denke, das ist nicht so gut gelungen, das möchte ich vielleicht ein bisschen kaschieren. Ja. Ne? Aber das war dann wirklich, ja, breiter und hier hin und her, und ich habe gedacht, okay, ich habe schon irgendwie ein dB Stereobreite rein oder anderthalb. Gut, naja, machst du mal. Ja. Ne? Gut. Ist ja erste Zusammenarbeit, man muss sich ja erstmal so ein bisschen. Wer's Brot, ne, ich esse, das Lied ich singe. Genau. Also, man muss sich ja erstmal, wenn man neu zusammenarbeitet, erstmal ein bisschen eingrufen. Ja, so, ja, ne? Ja. Gedacht, okay. Da ist ja auch manchmal die Erwartungshaltung. Der eine möchte bei 30 kHz ein halbes dB Höhen haben und ansonsten darf aber nichts gemacht werden am Mix, ne? Ja. Damit der genauso auch klingt. Gut. Und sagt dann schon, oh, ist schon weit weg so vom Mix, ne? Und der nächste sagt, ja, der klingt ja wie der Mix. Gut, oder? Ja, ne? Ne? Wo alle Mastering-Engineers immer denken, ja, habe ich gut gemacht, ne? Ja. Weil ist ja, das ist ja das Schwere eigentlich, ja, laut, aber gleichzeitig den Sound, ja, nicht zu, ja, zu ver-, ja, geschenkt. Auf jeden Fall kam dann zurück, die zweite Version geschickt. Ja, nee, tut mir leid, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen bei der Nummer. Und ich sag, du, was hat er denn? Ich sag, kannst du dann irgendwie mal, ja, pass auf, ich schick dir mal was ich gemacht habe. Ja. Ich hab gedacht, okay. Also das hattest du dann vorher nicht vorliegen in dem Fall? Hatte ich nicht vorliegen. Ah, okay, verstehe. Schickt er mir quasi sein Master. Ich hab gedacht, bin ich angerufen. Ich sag, ja, also da ist, da waren, ich sage jetzt mal, ohne zu übertreiben, 6-7 dB Stereobreite, oh, mehr als im Mix. Da waren locker 4-5 dB Höhen. Da war Kompression drauf, Multiband, also starke Multiband. Also das war eine komplett andere Balance. Das, ja, war wirklich so, als wenn du mir an 5 verschiedenen Tagen 5 verschiedene Mixe oder aus 5 verschiedenen Studios schicken würdest, irgendwie. Also du hattest keine Chance, um das abzuflitzen. So, naja, ich sag, ach so, in die Richtung soll das gehen. Ja, genau. Kann natürlich auch sein, dass die Künstlerin sich zu sehr daran gewöhnt hat. Na, der Klassiker. Mhm. Moment, das heißt, diese Version... Die kennt die schon? Kennt die schon. Ja, klar. Ich hab dir immer mit meiner Masterbus. Ich sag, ja, lieber Freund, aber das musst du mir ja schicken. Ich kann ja... Ne, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt eine Künstlerin Mix schickst und machst einen Limiter drauf, ja, da verändert sich auch was, die Balance ein bisschen und so, aber wird schon passen. Aber wenn du natürlich da anfängst mit, nicht mit 1 dB bei 60 Hertz und 1 dB bei 16 kHz, sondern mit 5 dB und 6 dB und Stereobreite 6 dB, da kann ich natürlich nicht riechen. Ne? Ja. Und so sehr, das ist dann auch so ein bisschen wieder dieses, was man erwartet. Ich möchte den Leuten ja nicht aufdrängen, Was meine Klangästhetik, zumindest nicht, wenn wir über sowas dann reden, ja, ja, wo wir über 6 dB mehr Stereobreite reden, ja, oder sowas. Ne? Ja. Aber ihr habt einen Weg zusammengefunden, um das, genau, abzukürzen. Und seitdem, ja, mache ich das immer wirklich so, dass wenn ich mit neuen Kunden irgendwie zu tun habe, dann, dass ich immer sage, wenn es eine Version gibt, die anders ist als die, ja, aber trotzdem irgendwer gehört hat, auch in der Band, ja, oder, ja, der Kumpel oder wir, schick mir die einfach nur mit. Nur für mich, dass ich reinhören kann. Und das mache ich eigentlich fast mit jedem Kunden mittlerweile. Es gibt ganz viele, die sagen, nee, ich mache gar nichts mit Limiter und so. Ja. Ne? Und es gibt auch ganz viele, die schicken mir
dann ihre Version und dann weiß ich auch schon mal, okay, sind wir eher bei 6 LOFS oder eher bei 14 LOFS oder bei 10 so, ne? Und wenn du schon merkst, okay, die Referenz, das Referenzmaß da, ja, ist komplett gegen die Wand genagelt, sage ich jetzt mal, ja, was die Lautheit angeht, da kann ich viel reden und kann sagen, dass Dynamik toll ist, aber das werden dann die sechsköpfige Black Metal Band wird nicht dann nicht sagen, Mensch, das ist ja luftig. Hast ja toll gemacht. Das klingt ja luftig, sondern die werden sagen, das andere war aber deutlich lauter. Nein, das soll jetzt auch gar nicht so abwertend klingen, aber das ist einfach eine Referenz und das ist auch super wichtig für Stem Mastering, ne, um das vielleicht abzuschließen, das heutige Thema. Auf jeden Fall ein schöner Schwerpunkt, fand ich. Genau. Deswegen ist es auch super wichtig, wenn du einem Mastering Engineer, ob das jetzt ich bin oder wenn man da Stems schickst, schick ihm immer deinen Mix mit. Ja. Allein schon aus dem Grund, dass wenn man wir auf unserer Seite das dann der als Mastering Engineer. Der Mastering Engineer das dann als Referenz auch gegenhört, kann ja in dem Moment auch noch feststellen, oh, da ist beim Exportieren vielleicht was falsch gelaufen. Ja. Ich habe das schon ganz oft gehabt, natürlich dann auch mehr durch Zufall, dass ich dann irgendwie umgeschaltet habe auf den Mix und denke, den Synthesizer, den höre ich aber irgendwie gar nicht. Der war gar nicht umgeschaltet. Dabei. Mhm. Okay, Stem, Synth, angemacht. Ne, da ist nur das Pad, aber der Synth, nee. Ja. Hier so und so. Oh, scheiße, ja, habe ich ganz vergessen. Ja. Meine, auch da stirbt da keiner von. Wenn er da nicht drauf ist, kann man ja den Stem nochmal neu schicken. Aber das sind alles so kleine Kontrollkriterien, sage ich jetzt mal. Und da sind wir ja auch für da als Mastering Engineers, Qualitätskontrolle sozusagen, ne? Um sicherzustellen, dass dann einfach das bestmögliche Ergebnis aus jedem Song rauskommt. Ich fasse das mal zusammen, final. Das heißt also, Stem Mastering bedeutet für denjenigen, der einen Song gemastert haben möchte, etwas mehr Aufwand beim Export, etwas mehr Aufmerksamkeit beim Export und eine Dokumentation in Anführungszeichen, falls Besonderheiten auf Mucke, Vocal oder Masterbus stattgefunden haben bei ihm, als Information für dich. Mhm. Bedeutet aber für dich, dass du mit deutlich weniger Kollateralschäden das Material bearbeiten und zusammenstellen kannst. Mit anderen Worten, der erhöhte Aufwand, den man ja für ein Mastering sowieso schon mal für sich auf sich nimmt, finanziell und zeitlich, lohnt sich dann nochmal doppelt, weil das Ergebnis unterm Strich die Chance hat, noch besser zu klingen, als wenn man nur ein Stereo-Master macht. Genau. Es hat die Chance, besser zu klingen. Ja. Absolut. Und man kann es einfach vielleicht auch so beschreiben, wenn man es jetzt bildlich nimmt. Ja. Ja, ich kann wirklich viele Wege führen nach Rom. Ich kann 5 Straßen nehmen, um nach Rom zu kommen. Ja. Ja. Das heißt, wenn auf der einen Stau ist, kann ich die andere nehmen. Nimm nicht die Via Appia. So, nicht die Via Appia, die ist zu holprig. Was meine ich damit? Wenn ich ein Problem habe in einem Stereo-Mastering, kann ich das natürlich meistens irgendwie lösen. Ja. Sei es durch Kommunikation oder halt irgendwie mit speziellen Tools oder wie auch immer, dynamisch hier noch und Automation, hast nicht gesehen. Ich kann aber auch einfach sagen, ich biege links ab und gehe auf den Bass-Stem und mach den ein halbes dB leiser. Das heißt aber, wenn dieser erhöhte Aufwand, den man beim Export der Stems vielleicht hat, auch dieser zeitliche Aufwand, den man dann natürlich und diese Aufmerksamkeit, die man dem widmen muss, damit einem nichts entgeht und so weiter, kann sich bei der Identifizierung eines Problems deinerseits schnell wieder auszahlen, weil du eben diese Revisionsrunden, wenn du anrufst, kannst du mal bei der Snare irgendwie was rausnehmen oder sonst was, irgendwie, weil man sich die natürlich spart. Oftmals, weil du das direkt on the fly machen kannst quasi. Ne? Und definitiv dieses erhöhte Aufmerksamkeit beim Ausspielen und so. Ich würde sagen, ich weiß es auch von vielen, dass auch dabei vieles schon aufgefallen ist noch so. Ja. Kurz vor Ladenschluss, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Ja, weil manche Sachen überdecken sich ja auch im Mix, wenn du alles zusammen abspielst. Ne? Genau. Also, von daher ist es ist auch eine eigene Endkontrolle quasi. Es ist nochmal eine eigene Kontrolle, die man machen kann. Und ich bin der Meinung, dass sich das auf jeden Fall immer lohnt. Und es ist definitiv nichts für Leute, die jetzt irgendwie nicht gut mischen können oder die sich unsicher sind oder so. Sondern es ist einfach eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Möglichkeitsfeld, was sich dadurch auftut. Ja. Und meiner Meinung nach sich immer lohnt. Also ich habe bisher noch keinen Fall gehabt, wo ich sagen würde, es lohnt sich nicht. Ne? Ja. Und von daher, die viele erfolgreiche, und ich meine jetzt nicht kommerziell erfolgreiche, sondern auch
ja, eben Leute mit Auszeichnungen oder irgendwas, ne? Ich habe mit einem Latin Grammy Winner mal zusammengearbeitet bei einer Nummer, der darauf bestanden hat, mir Stems zu schicken. Ja. Einfach nur, weil er sagt, nee, ich mache das immer so, ja, weil ich schicke dir das jetzt und dann arbeite ich ab in 5 Minuten am nächsten Song. Genau. Und dann, wenn du dann morgen Mittag sagst du dann, ey, kannst du mal hier das und das und das? Das heißt für mich aber, gut, jetzt ist der mit dem SSL-Pult, ja, das heißt für mich, ich muss einmal hier komplett alles wieder auf links drehen. Nur um dir da irgendwie das und das zu machen, was ja völlig berechtigt ist, dass du das sagst. Aber nee, das ist für mich weg. Stem Mastering und ich kann weiterarbeiten. Genau. Ja. Ich kann weiterarbeiten, für mich ist das abgeschlossen. So, also das ist auch ein Punkt. Ich habe jetzt noch 2 Fragen dazu. Ja. Erstens. Dann reicht's aber auch. Ja, genau. Also wir schließen das damit, wir sind schon deutlich über die Zeit. Erstens, Export der Stems real-time. Und währenddessen zuhören oder offline einfach durchlaufen lassen und darauf vertrauen, dass man alles dabei hört? Offline. Offline, okay. Weil alle Stems exportieren, neues Projekt aufmachen, komplett alles, also wirklich frisches Projekt, ja, alle Stems reinladen, abspielen und dann zuhören. Ja. Im Zweifel vorher nochmal einen Stereo-Mix exportieren, machst du ja sowieso. Ja, Referenz. Um das dem Master-Engineer zu schicken. Zur Not den mit reinladen und mal gegenhören, ist alles da. Ja, okay. Ne? Zur Not mal Phase drehen. Ja. Beim Stereo-Mix dann. Ja. Alles, was übrig bleibt, sollten einfach nur Diversitäten von Hall-Artefakten und sowas sein. Wenn da jetzt eine ganze Kick stehen bleibt oder weiß ich nicht, dann ist irgendwas wahrscheinlich nicht richtig gelaufen. Ja. Deshalb offline, fertig. Ja. Zweitens, die Preisfrage. Ja. Und zwar als Preisfrage tatsächlich. Um wie viel ist ein Stem-Mastering teurer als ein Stereo-Mastering? Um circa 25%. Okay, also da lohnt sich der Aufwand auch auf jeden Fall, wenn man das Maximum aus seinem Song rausholen will, diese 25% obendrauf zu legen, sowohl bei der eigenen Zeit als auch bei der Qualitätsmöglichkeitssteigerung. Warte, habe ich jetzt richtig gerechnet? Warte. Ja, es ist ein bisschen teurer, sagen wir mal so. Ja, also 25%. Okay, alles klar, gut. Damit können wir es dann im Prinzip auch schon fast abschließen. Und also wirklich spannender Einblick, finde ich auf jeden Fall. Ich finde, wenn man sich die Mühe macht und tatsächlich Mastering mit reinnimmt in die Kalkulation, weil man diesen Wert für seine Produktion reinnäht, dann ist dieser extra Aufwand für Stem Mastering durchaus gerechtfertigt an der Stelle. Großartig, vielen Dank. Ja, also ich bedanke mich ja für dein Interesse an Stem Mastering. War ja schon fast ein Vortrag im Rahmen eines Podcasts. Aber vielleicht schreibt ihr einfach einen Wunsch fürs nächste Schwerpunktthema auch unten in die Kommentare rein oder schickt uns eine Mail an info@daw-versteher.de. Da können wir nämlich dann auch entsprechend andere Schwerpunkte setzen, die natürlich auch spannend sein können. Dass wir vielleicht sogar mal einen Podcast zu dritt machen mit Markus Bertram oder dass ich dann mit ihm vielleicht mal 30 Minuten mit im Recording-Blog mache. Das wäre vielleicht auch nochmal eine angebrachte Geschichte. Aber andere Schwerpunktthemen gerne per Mail oder per Kommentar an uns. Total gerne. Und damit können wir uns dann eigentlich auch schon verabschieden. Ja. Hier aus den Hallen. Nein, aus dem schönen 4x4 Meter Historia Mastering Studio hier in Holtwick. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Wenn ihr Lust habt, wenn du Lust hast, schalten Sie auch in 2 Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt: Alle Sprachnachrichten über 2 Minuten sind nichts anderes als aufgezwungene Podcasts. In dem Sinne, wir sehen uns die Tage. Macht's gut. Alle Sprachnachrichten über 2 Minuten sind Hörspiele. Gibt's auch. Ja? Aber ich dachte, Podcast passt besser zu uns. Ja, das stimmt tatsächlich.